Ganz nächstes Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Ronaldos Road to Madrid. Wir sind angekommen bei Episode Nummer 7 und sind in den letzten Zügen bei Sporting Lissabon. Es ist wohl die letzte Episode, die wir mit diesem Team spielen werden und naja, was soll man großartig sagen? Beziehungsweise, naja, nicht wirklich die letzte Episode, die wir mit diesem Team spielen werden. Die vorletzte Episode auf jeden Fall. Und ja, ab nächster Episode geht's dann ab zu Manchester United. Natürlich geht's wieder um euch. Das heißt, ihr müsst in der Videobeschreibung dann abstimmen, wer denn bitte ins Team kommen soll von Manchester United, ist ganz klar. Und aber erstmal wird in dieser Episode noch das Team vervollständigt. Sobald Ronaldo, das ist übrigens eine Regel, die ich nicht so wirklich erklärt habe, wenn Ronaldo jetzt noch ein Tor schießt jetzt hier im ersten Spiel, dann wird direkt der letzte Spieler, das wäre dann hier Fokobo, ausgetauscht gegen den Innenverteidiger, der dann folgen würde. Und es würde dementsprechend so laufen, dass dann, nee, warte mal, gar nicht, doch. Doch, Foucault würde ausgetauscht für den letzten Innenverteidiger, der folgen würde. Und es würde dann so laufen, dass wir ein letztes Spiel mit dem ganzen Sporting-Team machen und das dann ab der nächsten Episode, aber nur wenn Ronaldo im ersten Spiel ein Tor schießt, direkt weitergeben mit Manchester United. Das heißt, dass ihr schon über Manchester United-Spiele abstimmen dürft. Aber naja, dazu kommen wir dann halt. Übrigens, ich werde, sobald wir bei Manchester United sind, Ronaldo immer einwechseln. Ihr habt es vorgeschlagen, natürlich werde ich das auch so machen. Es macht natürlich auch total Sinn. Wir werden dann immer Ashley Young hier auf dem linken Flügel haben. Den werden wir nicht upgraden, weil wir werden nie mit ihm spielen, sondern Ronaldo direkt in meiner ersten Minute einwechseln. Und dann hat er auch 9 Chemie und das ist, denke ich mal, deutlich besser so. Ist einfach besser halt für die Serie, weil Ronaldo dann besser spielen kann, wenn er auf voller Chemie ist. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch bitte einen Daumen nach oben. Da würde ich mich extrem über freuen. Wäre wieder eine großartige Unterstützung. Wenn wir 1000 Likes schaffen, ich weiß nicht, ob es drin ist, aber vielleicht packt ihr es. Ja, wäre eine richtig, richtig geile Aktion. Und wenn ihr PSN oder Max Fudam oder Coins braucht, schaut bei Random vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Auch darüber könnt ihr mich sehr, sehr gut unterstützen. Wenn ihr das möchtet, würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Ebenfalls kann ich euch ankündigen, ich tausche mal die ersten Spieler hier aus. Ihr habt ja selber abgestimmt, wer da hin soll. Von daher, ich denke mal, es werden keine großen Überraschungen sein. Strawpaw-Link ist natürlich dann wieder in der Beschreibung. Es wird in den Ferien, also ich habe ab Mittwoch Ferien. Und es wird da natürlich Livestreams geben. Moritz hat übrigens 5000 Coins gekostet. Komplette Frechheit, aber egal. Es wird Livestreams geben. Ich denke mal, ich habe es schon angekündigt, oft genug. Und es wird halt auch wirklich dazu kommen, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Ich muss natürlich lernen, ne? Ich bin quasi in der Abi-Phase, aber noch nicht so wirklich komplett. Das heißt, ein bisschen Zeit bis zum Abi habe ich noch. Und ich werde halt in der Zeit auch viel lernen. Aber eventuell wird fast sogar jeden Abend ein Livestream drin sein. Ich muss gucken, wie das mit den Videos hinkommt. Aber ich denke mal, das ist ganz gut möglich, weil ich halt keine Schule habe und dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf einige Livestreams in den kommenden Wochen und Monaten freuen. Gut, wir gehen, würde ich sagen, ins erste Spiel mit dem fast vervollständigten Sporting-Team. Nur noch Fokobo als einziger Spieler ist da. Wollen das Tor mit Ronaldo schießen und dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. So, unser erster Gegner, unser erstes Opfer quasi ist gefunden. Foot FC und ja, das ist ein Foot FC-Team. Es hat Premier League-Elemente mit Fernandinho, Mangala, Cahill, Philippe Luis, Zabaleta, Joe Hart und Cesc Fabregas. Und naja, auch ein bisschen Roma-Elemente mit Dumbia, Gervinho, Nainggolan und Ibarbo. Na, Hammer, da freut man sich auch drauf. Übrigens habt ihr ja gesagt, dass, ne, also ihr nachkommentiert, alle zwei Episoden, live, alle zwei Episoden. Ja, vielleicht führe ich ab demnächst auch wieder ein, dass es, ey, nur noch nachkommentierte, das geht ja wieder gut los, Episoden gibt. Es passt einfach besser zur Serie, oder? Naja. Mal sehen. Zweikampf um den Ballbesitz. Gary Cahill. Oh, Montero, Montero. Ah, das war. Was war das? Nainggolan. Super Flanke. Alter Schwede, Rui Patricio. Ich weiß nicht, wie dieser Ball da hinkommen konnte nach der Flanke, aber gut und nein. Wirklich, wirklich ist es wieder soweit. Was ist das? Als ob Ibarbo so eine Flanke schlagen könnte. Und Fokobo macht nichts, nichts gegen Dumbia, gar nichts. Jo, geh bloß nicht hin. Ja, oh mein Gott. Der erste Schuss der Partie. Ja. Das ist eine gute Möglichkeit für einen Freistoß. Lass mich doch laufen, wozu habe ich einen Vorteil? Hallo? Den mache ich doch eh wieder nicht rein. Der hat nur 8 Chemie. Das wird eh nichts. Der ist ein Freistoßgott, juckt aber nicht. So, jetzt gibt's hier Freistoß. Und der kratzt den von der Linie. Eine unglaubliche Rettungstat.
So, ihr habt schon vielleicht gemerkt, es ging nicht mehr live, es war nicht mehr möglich und naja, eine Minute später passiert das und naja, mein Tisch sieht nicht viel schöner aus als vorher, kann ich dazu nur sagen. Also ich war schon sehr, sehr abgefuckt von diesem Tor und allgemein von dem Spiel. Ich denke mal, es ist einfach besser, das nachzukommentieren, auch wenn es momentan schwerfällt, weil meine Stimme nicht so wirklich fit ist und ich hier mehr kommentieren muss, weil ich ja alles flüssig durchkommentieren muss, mache ich es einfach trotzdem, weil es einfach besser zur Serie passt. Dumbia hier mit dem 3:0 nach 70 Minuten, das Spiel war dementsprechend schon gelaufen, aber wir brauchten ja irgendwie das Tor mit Ronaldo. Ich kann schon mal vorwegnehmen, es wurde nicht erzielt, aber trotzdem werde ich quasi einfach das Tor werten, denn irgendwie war der Wurm im Tequila in diesen beiden Spielen. Ihr seht hier beispielsweise die Chance, die macht er normalerweise im Schlaf rein. Auch auf 8 Chemie, auf 7 Chemie. Der macht die auch auf 4 Chemie normalerweise rein. Die Werte hat er auch hier wieder klar verzogen. Warum auch immer. Im zweiten Spiel, das kann ich schon mal direkt sagen, wurde es nicht besser. Und hier, naja, wir schießen sogar noch ein Tor. Das ist das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte. Aber es ist nicht Ronaldo. Nein, es ist der neue Ronaldo bei Sporting. Es ist Nani, der hier das Tor macht in der 90. Minute, das 3:1. Denkt ihr jetzt irgendwie, wir würden nochmal nach vorne kommen, wir würden nochmal rankommen? Nein, natürlich nicht, denn das verwehrt mir das Spiel eindeutig und es gibt mir quasi nochmal eine richtig schöne Rückhandschelle, denn wir sind noch in der 90. Minute, der Ball kommt nach außen und einer springt vorbei, der andere, was auch immer er da macht, und dann geht einer nicht ran, der Spieler wird mir gewechselt und in der Mitte steht Ibabo frei, der Sweat King, und er macht natürlich rein, das war sogar Fernandinho, nicht mal Ibabo, ist ja noch schlimmer. 1:4, ja 1:5 immerhin, aber auch nicht schön auf jeden Fall, das war wirklich ein sehr, sehr beschissenes Spiel, es war dann immerhin zu Ende. Ja, wir verlieren 1:4, aber ich tausche den Spieler einfach trotzdem aus. Nelson Oliveira kommt in unsere Mannschaft rein. Heißt der überhaupt Nelson Oliveira? Ich glaube nicht. Ich glaube, Nelson Oliveira ist ein portugiesischer Stürmer. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Oliveira kommt in unsere Innenverteidigung und damit gehen wir jetzt ins letzte Spiel mit Sporting und dementsprechend mit der kompletten Sporting-Mannschaft auch ins Spiel. Das heißt, das Nonplusultra von Sporting quasi und wir spielen gegen das Team hier. Das ist das Beste, gegen das wir bisher jemals gespielt haben, glaube ich. Second in Form De Gea, in Form Carvajal, Second in Form Clichy, Second in Form David Silva, Third in Form Griezmann und dann noch Second in Form Lacazette oder Third in Form, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt drei hat, aber auf jeden Fall ziemlich krass, der Gegner konnte aber nach vorne nichts, allerdings wir auch nicht wirklich, nach ungefähr 7 Minuten die erste Chance von Montero und da hat sich schon wieder was angedeutet, wie gesagt, es war der Wurm im Tequila, wir kommen weiter mit Ronaldo, das sieht sehr, sehr gut aus, was er an sich da macht und dann sowas, ja, okay, es kann ja besser werden, 24 Minuten rum, wieder Ronaldo, macht das an sich wieder gut, jetzt schöner Scoop-Turn, jawohl, steht frei vorm Tor und daneben. Was ist da los? Niemand weiß es. Ball kommt auf Ronaldo. Gold nochmal. Und es laggt. Das ist wunderbar. Das ist in der Situation laggt. Ball kommt auf Ronaldo. Kein Elfmeter. Ball wird geklärt. Kommt zu Montero. Was der macht, weiß er selber nicht. Es wurde nicht besser. Ich bin komplett fertig mit den Nerven gewesen. Der Ball kommt auf Ronaldo. Ronaldo frei vom Tor. Ich habe keinen Finesse-Schuss gemacht. Er macht ihn trotzdem. Es bleibt beim 0:0. Als ob ich in der Situation Finesse-Schuss-Volley machen würde. Aber gut. Es geht weiter. Es hat ein bisschen geleckt hier auch in der Situation wieder. Ihr seht hier. Als ob ich hier in den Rückraum passen würde. Ich wollte einen Scoop-Turn machen. Als ob ich hier schießen würde. Ich wollte einen Fake-Shot machen. Es war schlimm. Es war wirklich schlimm. Gold verkackt hier, Ronaldo versteht es auch nicht richtig. Und auf der anderen Seite gab es einfach keine Chancen. Der Gegner kam nicht nach vorne. Hier lässt sich Jefferson nicht fallen. Kein Elfmeter. Gold mit dem Kopfball. Also wenn schon so weit kommt, dass unser kleinster Spieler Kopfball machen muss, dann ist es weit gekommen. Ronaldo wird dann hier gefoult in der zweiten Halbzeit von Yaya Touré. Der kriegt auch dafür vollkommen zu Recht gelb. Das war so ein bisschen, naja, also man kann auch sagen, ich hätte das Tor so oder so nicht gemacht. Aber aus der Situation Freistoß, ich weiß ja nicht. Es sind immerhin 30 Meter. Ronaldo kann das, aber wie im ersten Spiel, wieder ist De Gea da. Und das war die Einleitung zur De Gea-Phase. Ihr seht hier, wie er den wegfischt. Da wusste ich schon, oh, jetzt ist er warm geschossen. Und er war warm geschossen, das kann ich euch sagen. Ronaldo kriegt den Ball glücklich, De Gea, wie die letzte Katze, die es überhaupt noch gibt. Und dann macht er den Fehler, auf Nani zu spielen. Und Nani setzt sich hier durch. Und es ist wieder nicht Ronaldo, der trifft. Nein, es ist der Pfosten, aber Nani ist da und macht den Abpraller rein. 1:0. Wir bleiben bei 18 Ronaldo-Toren, aber dann führen wir jetzt. Und plötzlich ging es. Es ging wirklich. Ronaldo und Ronaldo. Es ging doch nicht. Es war zum Verzweifeln, wie bereits mehrfach gesagt. Es ging nicht. Oder? Ronaldo? Okay, komm. Ja, bitte. Mach's gut. Ist okay. Sieht gut aus. Oh mein Gott. Und dann kam es doch noch. Es kam tatsächlich. Ich glaube es nicht. Torwart rausgeholt. Ronaldo. 19. Tor. Es wurde auch Zeit. Es wäre lächerlich gewesen, hätte er nicht getroffen. Und jetzt hat er Blut geleckt. Ja, 90. Minute. Ronaldo außen. Ich frage mich, warum er das vorher nicht gemacht hat. Ne, ganz ehrlich. Geht den 16er. Der Schuss, der war schwerer als so viele Chancen von ihm. Und den macht er rein.
zum 3:0. 20. Tor von Ronaldo, das heißt, er wird Man of the Match werden, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und das war noch nicht alles, wir hatten noch eine Chance. Montero mit dem Ball nach außen auf Ronaldo und der ist wieder komplett frei und macht das hier an sich auch gut. Scoop-Turn vorbei und dann will er nicht schießen und Nani und De Gea und naja, es war die letzte Aktion der Partie. Wir gewinnen also 3:0, zwei Tore von Ronaldo, das heißt zwei Upgrades in der nächsten Episode und die dürft ihr euch aussuchen. Manchester United, da wo De Gea auch spielt. In der Videobeschreibung ist natürlich ein Link zu Strawpoll. Votet für die zwei Spieler, die ihr als erstes sehen wollt, ist natürlich die Prä-Phase quasi, also noch die schlechtere Phase von Manchester United. Aber votet auf jeden Fall trotzdem schon mal, denn jetzt ist vorbei mit Sporting und es geht weiter in der Premier League. Danach kommt noch das portugiesische Nationalteam und danach kommt dann Real Madrid. Ich weiß, es könnte noch ein bisschen dauern, aber ich werde jetzt pro Episode drei Spiele machen und damit das Ganze ein bisschen schneller geht und das Ganze nachkommentieren und schneiden, damit das Ganze ein bisschen schneller hier vonstatten geht irgendwie. Pack Higuain, vielleicht auch vier Spiele. Je nachdem, wie ich Bock habe, drei oder vier Spiele. Higuain bringt uns im Pack der Episode. Vargas ist ganz okay, aber auch nicht so doll. Und ja, was soll ich noch mehr sagen? Das war's von dieser Episode. Meine Stimme hat relativ gut gehalten. Ich muss mich aber teilweise zurückhalten zu husten. Und es tut mir leid, aber ich bin erkältet. Da kann man nichts gegen machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Irgendwie, wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich kann auch verstehen, wenn ihr langsam so ein bisschen sagt, Max, irgendwie läuft bei dir mit FIFA nicht. Mich nervt's auch, aber was willst du machen? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.